Hört mir mal auf mit euren Nidorans, ey. Aber das war gut. Nein, aus. Da hat der Sound irgendwie gefehlt. Nochmal. Irgendwie ist Pikachu ein bisschen verbuggt, oder? Okay, das läuft ganz gut hier. Mit der Hornattacke, weil ich glaube, die anderen beiden wären nicht so geil gegen das andere Nidoran gewesen. Eins hat abgezogen. Alex erreicht Level 19. Alter! Alex versucht Giftstachel zu erlernen. Haben wir irgendwas, was wir. Ich glaube, die letzte Attacke brauchen wir nicht, ne? Ja, Silberblick. Dann können wir das damit austauschen. Silberblick vergessen und Alex hat einen Giftstachel. Das heißt, wir können jetzt Gegners vergiften. Hört sich jedenfalls mal so an. Ich war nicht in Form. Ja. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Also dem Bill. Jemandes PC. Ein Wanderer mit... Oh, 4 Pokémon. Mhm. Ja, Dennis ist gerade nicht so gut da, so. Alex muss herhalten. Doppelkick? Habe ich das mit Doppelkick gemacht? Ja. Also ich muss die Aufnahme auf jeden Fall durchhören. Damit ich euch das ersparen kann. Und ich habe eine E-Mail bekommen. Meine Fresse, ey. Nein, ich möchte nicht wechseln. Übrigens hat H&M mich wieder dazu gekriegt, ihren Angelversuchen zu... nicht zu widerstehen. Ich habe schon wieder Post bekommen von denen, von wegen, ja, hier 10% und keine Versandkosten. Ja, dann habe ich heute mal eingekauft. nein. Was wolltest du, Macholo? Ich werde es Macholo nennen. Das war für mich immer Macholo. Macholo hört sich mega kacke an. Ist das gut, Doppelkick, bei dir? Nein. Ja, doch, geht eigentlich. Aber nur, weil es Level 13 ist. Aber der Karateschlag ist echt super. So. Noch ein Kleinstein. Nö. Nur Kleinstein zu fangen ist ja auch... Weiß ich nicht. Habt ihr eigentlich mal was Neues von Pokémon Go gehört? Ich irgendwie nicht. Ich muss nachher nochmal im Reddit gucken. Vielleicht finde ich da ja nochmal was. Alex erreicht Level 20. Ich darf Alex nicht mehr benutzen, ey. Ist viel zu OP. Momentan. Du hast mich besiegt. Okay, was mit dir? Warum hast du mich nicht angesprochen? Okay, doch. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Ja! Und die sagt auch, dass du cool bist. Streber. Okay, ein Radfratz. Ach, mit deinem Level 14 Radfratz kannst du doch nie angeben, ey.
Dann benutze ich jetzt mal das Metbo. Weil. Hyperzahn. Weil. Alex einfach zu OP ist. Die Shen. Ich könnte Smetbo eigentlich Shen nennen. Shen nennen. Werde ich machen, wenn ich irgendwann mal diese Person finde, wo man das umbenennen kann. Es fehlt mir noch ein Name für das Glurak. Werde ich wahrscheinlich Christoph dann nennen. Und genau, falls es dazu kommen sollte, dass ich ein Pokémon austauschen werde. Wer ist verwirrt? Stand irgendwas mit verwirrt, oder? Keine Ahnung. Werde ich die Pokémon auch, wenn das funktioniert, wieder umbenennen in die Leute, die auch momentan bei mir im Team sind. Im Team. Ich glaube, das Dings hat nicht funktioniert hier bei Rettern, meine ich. Wow! Awesome! Okay. Ich bin so dumm. Naja, meine Freundin wird mich aufheitern. Ich hätte hier lang gehen müssen. Dann hätte ich da reingekommen und mir das scheiß... Ja, Pikachu! Hätte ich mir das scheiß Item holen können. Okay, zwei sind hier noch. Die machen wir dann noch. Ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Du kennst mich doch gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie ich heiße. Teenager. Zwei Pokémon. Rettan. Was haben die denn hier alle Rettans, ey? Ui, paralysiert. Ich finde es nicht so geil, denn es ist tot. Okay, jetzt wechsle ich es. Ne, Alex nicht. Dann nehmen wir das Metbo. Aus Glumanda muss ich nachher mal nach oben tun. Aber ich hätte gern halt noch den Alex. Ach Quatsch, den Alex, den Dave. Ein bisschen gelevelt. Aber halt. Das ist. Ach ja. ja, ich mach einfach mal weiter. Smetbo reicht Level 19. Sehr schön. Ein Sandan. Nein, ich möchte gerne mal Smetbo bleiben. Beziehungsweise bei Shen. Ich werde es jetzt auch versuchen, immer Shen zu nennen. Shen zu nennen. Warum ist das denn verwirrt? Ist das so, dass es durch, dass das durch Konfusion verwirrt werden kann? Das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen irgendwie. Ich wusste auch, dass ich verlieren werde. Ich habe schon wieder als Weibchen gesprochen. So, was mit dir? Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Das gehöre. Drei Pokémon. Ein Miraplar. Ich wechsle gegen Alex. Oder? Nee, gegen Alex. Ein Giftstachel könnte ich auch mal ausprobieren, nur Giftstachel wird hier nichts bringen, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob der auch einen ersten kräftigen Schaden macht und dann vergiftet oder ob der einfach nur vergiftet. Das weiß ich jetzt nicht.
wäre mal gut zu wissen. Deswegen werde ich jetzt mal den Giftstachel probieren. Okay, macht Schaden und kann vergiften, so wie das aussieht. Noch ein Mirapla. Nein. Okay, jetzt müssten wir aber eigentlich alle haben, schätze ich mal, die jetzt hier auf dem Weg standen. Ich bin nicht neidisch. Auf mich oder was? Okay, was ist das hier? Was ist los? Pika! Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémons kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Jo. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Ich hier in die Tastatur oder was? Jule hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Das Gesicht von Pikachu, ey. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokésammlung anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ein Bootsticket. Das heißt, wir können gleich auf ein Boot. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Nee. Ich mag auch kein Trubel. Jubel, Trubel, Heiterkeit. So, was mit dir? Ja, immer noch keine Peilung. Ah, jetzt kommst du aber wieder mit. Kann man nicht mitreden. Kann man auch nicht mitreden. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Also, wir können ja hier mal noch lesen gerade. Küstenhaus, hier wohnt Bill. Okay, dann gehen wir mal hier rechts an der Seite lang. Ich habe nämlich gesehen, da kann man runtergehen. Wow. Ah. Alles klar, jetzt kommen wir wieder da runter. Das ist schön. So, bin ich mal gespannt, was... Ich meine, hier lag ein Item rum, oder? Nein, ich glaube nicht. Nein, schade. Oh! Da können wir jetzt rein. Ah, bestimmt, weil wir da oben die gekämpft haben. Aber wir werden jetzt hier erstmal unsere Pokémon wieder heilen. Und danach werde ich mal durchwechseln, damit Christoph an oberster Stelle steht. So. Pokémon. Glumanda geht hier oben hin.